Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Haribo-Test-Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute habe ich was für die Osterfreunde unter euch dabei, und zwar das hier. Wir haben den Haribo Ostermix, jawohl, eine ganz neue Sorte. Hier unten seht ihr schon, was da gleich für Figuren enthalten sein werden. Also sind auf jeden Fall einige neue dabei, die auch ich noch nicht kenne. Interessant, interessant. Wir haben eine Ostermischung aus Fruchtgummi, Schaumzucker und Gelee mit Zuckerperlen in 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir hätten Ananas, Saftorange, Zitrone, Erdbeere, Himbeere, schwarze Johannisbeere, Mango, Banane, Melone und Vanille am Start. Also wirklich eine ganze Menge. Wir haben eine 200 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 1,19 Euro und gekauft habe ich den guten Ostermix wie so oft bei World of Sweets. Nun gut, ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal sofort unseren Ostermix und schauen mal, was da so wirklich drin ist und probieren die Sachen natürlich auch. Ich bin sehr gespannt. Es geht los, ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also wie immer, auf damit und raus damit. So, schaut mal, also hier ist wirklich eine ganze Menge dabei. Krass, also mein absolutes Highlight ist schon mal das hier. Richtig lieb, die Häschen. Ach cool, die gibt es auch in verschiedenen Farben, sehr lieb. Gelbe sind dabei. Ach, da geht schon wieder mein Herz auf. Optimal, so, schaut mal, hier ist wirklich jede Menge drin. Also ich hoffe, wir kriegen das jetzt gleich hier irgendwie auch geschmacksmäßig zugeordnet, was da was ist. Okay, so, es geht los. Ich würde sagen, wir beginnen natürlich mit dem Highlight, hier diesem schönen Häschen. Richtig cool. Ich zeige nochmal die Konsistenz. Ganz weich, Schaumzucker. Er riecht sehr fruchtintensiv. Ich probiere ihn. Geil. Also würde ich jetzt auf jeden Fall auf Erdbeere tippen. Erdbeere oder Himbeere, obwohl eher Erdbeere hinkommt. Der ist schon mal super. Dann gibt es direkt den zweiten hinterher. Da ist der. Super. Okay, auch den probieren wir. Genug des Unsinns. Rein damit. Was schmeckt? Nach? Na, gute Frage. Könnte jetzt Banane sein, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall lecker. Schon mal der zweite, der sehr gut ist. Okay, dann geht's weiter. Wir probieren jetzt hier mal diese komischen Eier. Ich glaube nicht, dass das was für mich sein wird, aber egal. Wir probieren alles, was dabei ist. Achso, die Konsistenz, das Ding ist steinhart. Es geht los. Okay. Da habe ich mir das gedacht. Schaut mal, so sieht es von innen aus. Hier sind so Zuckerperlen drumherum und innen ist so eine Gelee-Masse, sage ich jetzt mal. Das Ganze schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig. Ja, gute Frage. Ich würde jetzt mal auf Ananas tippen bei dem Geschmack. Auf jeden Fall auch lecker. Also es geht. Gut, dann geht es weiter. Ach, wir haben noch verschiedene Eier. Schaut mal. Einmal solche noch, einmal solche. Aber ich nehme jetzt mal das hier her mit den ganz bunten Perlen. Auch das probiere ich natürlich. Ja. Ist genau dasselbe. Nur, dass hier halt andere Perlen drumherum sind. Wie gesagt, ich würde auf die Ananas tippen. Auf jeden Fall gut. Gut, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Sorte. Was ist das? Ein Osterei. Grün. Auch das probieren wir. Also ich würde jetzt fast sagen, dass das Ding nach Apfel schmeckt. Apfel ist allerdings gar nicht dabei. Auf jeden Fall schmeckt es sehr fruchtig. Relativ lecker, auch okay. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Ei, diesmal in Rot, unten mit einer Schaumzuckerschicht. Auch das probieren wir natürlich sofort. Also hier würde ich auf jeden Fall auf Erdbeere tippen, auch sehr lecker auf jeden Fall. Dann geht es weiter, was haben wir jetzt noch nicht probiert? Das ist dasselbe, nur etwas dunkler. Dann probieren wir das auch nochmal. So, das war jetzt die Himbeersorte. Auch lecker auf jeden Fall. Dann geht es weiter. Was haben wir noch nicht? Wir probieren jetzt mal hier so ein gelbes Ding. Was ist das? Ja, gute Frage.
Ach, wenn man es so rumdreht, ergibt es Sinn, es ist eine Blume. Verdammt. Das ist jetzt in dem Fall Zitrone, auch der typische Haribo-Geschmack. Man kennt sie, auch lecker auf jeden Fall. So, hier habe ich noch zwei Sachen gefunden, die noch in der Tüte drin waren. Orange hatten wir noch nicht. Ja, probieren wir das. Ja, das ist die Saftorangensorte. Auch lecker auf jeden Fall. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich schon fast alles durch, würde ich sagen. Ne? Ich probiere jetzt nochmal das hier. Auch mit Schaumzucker auf der anderen Seite. Ja, den Geschmack kann ich jetzt auch irgendwie nicht richtig zuordnen. Also ich weiß nicht, wie man hier auf 10 verschiedene Geschmacksrichtungen kommen soll. Also Melonen habe ich jetzt noch überhaupt gar nicht rausgefunden. Schwarze Johannisbeere auch nicht. Seltsam, seltsam. Ich weiß nicht, ob die Produktbeschreibung hier passend ist. Keine Ahnung. Naja, also jetzt haben wir so gut wie alles probiert hier von den Sachen. Wir haben jetzt noch ein paar Doppelte dabei. Hier diese Orange ist unten noch mit dem Schaumzucker. Das wird genauso schmecken wie das, was wir eben hatten. Deswegen sparen wir uns jetzt einfach mal den Rest und kommen direkt zu unserem Fazit. So, ja, was machen wir mit diesem Ostermix? Also ich bin ganz ehrlich, was mir gefällt, sind jetzt hier die neuen Formen, die dabei sind. Hier zum Beispiel diese Häschen, die finde ich auf jeden Fall klasse, definitiv. Geschmacksmäßig ist da meiner Meinung nach jetzt nicht viel Neues dabei. Also das meiste kennen wir schon alles aus anderen Haribo-Sorten. Es sieht nur mal wieder ein wenig anders aus, aber ansonsten hat sich, wie gesagt, hier geschmacksmäßig nicht wirklich viel getan. Deswegen gibt es von mir nur den normalen Daumen nach oben. Also es ist eine normale Haribo-Sorte, wie gesagt, es sieht halt einfach nur anders aus und ja. Probiert sie mal. Ich denke mal, für Kinder ist es auf jeden Fall sehr geeignet. Wie gesagt, auch gerade hier wegen diesen lustigen Figuren, die da drin sind. Gefallen mir auch. Aber ansonsten, ja, nichts Besonderes. Meiner Meinung nach haben wir schon bessere Haribo-Sorten hier im Test gehabt. Deswegen, wie gesagt, nur den normalen Daumen nach oben. Ich kann sie euch trotzdem empfehlen. Für eure Kinder legt sie ins Osternest oder kauft sie für euch selbst oder was auch immer. Das war's schon wieder für heute mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, natürlich einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und weiterempfehlen. Wenn ihr ganz viel Lust drauf habt, schaut auch morgen wieder bei mir vorbei. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein und ciao. Euer Atzenberger.